Herzlich willkommen zur 20. Folge Satisfactory mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Zwei und, ne, 8 Stahlrohre noch. Ist ja gut, das heißt, aber wenn du das nächste Mal da unten bist, dann bring mal noch mal die 8 Dinger mit. Ich gucke mal, wie das aussieht mit Stahlbetonträger. Sieht wohl eher schlecht aus. Ich finde aber die Grafik sehr interessant. Von was? Von den Stahlbetonträgern. Sieht so aus wie so ein Brot, wo du so einen Stahlträger reingebacken hast. Ja, ich finde, das sieht eher aus, kennst du hier, wenn du die Dings neu machst, hier deine Fritteuse. Ja. Da kriegst du doch diese Biskin Fettriegel. Ja. Okay. Ne, irgendwie hat das davon schon was. So ein Kilo Riegel. Hattest du noch mal Stahlträger geholt? Zwischendurch, ja. Ne, jetzt eben gerade, wo unten warst, die Rohrzonen. Ja, aber die sollten jetzt schon wieder bei 15 oder so sein. Kannst du dann noch mal gucken, ob du noch ein paar Stahldinger da bauen kannst? Mit ein bisschen Glück. Beton? Ja, warte. Oder einfach so ein riesen Stapel hin. Ja, aber es sah sogar noch nicht schlecht aus. Ja, und dann, wie viel kannst du jetzt bauen? Fast alles, fehlen glaube ich dann noch drei. Toll, okay, dann hole ich nochmal den anderen Stahl. Und dann müssen wir ja so oder so, weil dann haben wir ja alles geforscht, was wir forschen können auf Stufe 4. Dann brauchen wir Und ja. dann kommen die ganzen asozialen Sachen, ja. Dann brauchen wir ja den Weltraumlift. So, mal um die 500 verstärkte Platten und 500 Rotoren für die intelligente Beschichtung. Dann brauchen wir 500 Rahmen und knapp 6000 Stahlträger. Ah ne, warte mal, da kommen zwei raus. Okay, aber dann brauchen wir 20, nee, 200 Kabel und dieses komische, was auch immer das da ist. So ein komisches rundes Zahnrad oder was auch immer das sein soll da. Erweitertes Zahnrad oder keine Ahnung. Kann ich nicht so ganz genau sagen, was das sein soll. Ein Stator ist das. Und dafür brauchen wir Stahlrohre und Kupferkabel. Okay. So Kupferkabel wird und diese Kabel werden bei der automatischen Verkabelung easy. Das einzige sind die Stahlrohre. Das heißt, die automatische Verkabelung sollte eigentlich locker easy drin sein. Ja, Sind ja auch auch. nur 100, die wir davon brauchen.
Das einzig Teurere wird halt diese tollen vielseitigen Rahmen, dadurch, dass wir da 5 Milliarden Stahldinger reinpacken dürfen. Ja, Und richtig. die intelligente Beschichtung dauert einfach nur 5 Jahre, bis die da oben mal halt 500 Rotoren und 500, was weiß ich, produziert haben. Richtig. Aber gut, wir werden ja jetzt ja nach und nach. Ja, wie viel Eisen jetzt brauchen wir jetzt hier unten? Brauchen da unten 180. Das ist zumindest das, was die Maschinen brauchen. 180. Und wir machen jetzt 120. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen unten ein noch um. Oh, na gut, dann müssten wir halt nur MK3er Fließbänder da hinsetzen. Wie viel braucht denn unsere Schmelze von den Eisenbarren? Meinst du jetzt eine Schmelze, die Eisenbarren macht, oder wie? Das sind doch sonst nur 30er Förderbänder, oder nicht? Was meinst du jetzt mit 30er Förderbändern? Die Je nach. Förderbänder, die wir haben, haben jetzt 60, 120 und 270. Ja, wir gehen jetzt ja mit einem 60er Förderband rein und das teilen wir ja auf Ja. 4 Schmelzen. Bei den Eisenbarren teilen wir es auf 2. Bei Kupfer glaube ich auch auf 2. Das geht es ja Weil du hauptsächlich. für ein Band halt ein 60er Band oder beziehungsweise einen oder am unteren meiner halt 2 Öfen brauchst. Weil die Öfen 30 verbrauchen. Ein Erz. Milestone reached. Okay, so, das heißt, wir haben alles erledigt. Perfekt, so. Nicht dafür, dass wir euch zuständig machen lassen, wenn wir einen Unfall haben mit diesen tollen Cubes. Dafür bist du dann Warum ist denn hier das zuständig? Licht so komisch? Wo? Oh, es ist hier so blau. Ist der Mond das? Ja. Was hast du denn jetzt vor? Stahlbeton bauen. Dann muss ich immer nach oben laufen. So, das heißt, ich könnte jetzt in meiner MK2 bauen. Jawohl. So, dann setze ich jetzt das da unten auf meiner MK2 und gucke mal, wie viel Zeug dann da rauskommt. Ah ne, nicht F wie Funzel, sondern B wie Funzel. Das sind jetzt hier 30. Ne, das ist das MK1er. Und wir gehen von dem MK1er gehen wir hoch mit wie vielen? Was du gerade guckst, also kann ich schwer sagen. Eisenerz. Wir gehen mit 60 hoch und teilen das oben auf 260er, aber die brauchen jeweils nur 30 drauf. Das heißt, jeder Lift da oben geht mit 60 hoch und verbraucht auch diese 60. So, und der macht jetzt 120. Das heißt, jetzt könnte man den einen hier theoretisch aufteilen auf zwei, oder nicht? Hey, aber wir gehen auch mit vier Liften hoch, oder nicht? Bei Eisenerz. Wir gehen mit vier Liften, wir gehen mit vier Liften hoch, ja. So, wenn wir jetzt den hier aufteilen auf
zwei Lüfte. Dann könnten wir ja einen meiner noch auf Ding setzen. Auf Stahlrüber setzen. Sehe ich das richtig? Logistik. Ich brauche hier so einen Förderbandsplitter. So, der eine teilt das jetzt auf zwei. Das heißt, wir haben jetzt hier. Wo kam das Fließband her? Wo ist denn der? Ach, das da ist das Fließband. So, das heißt, wir können den Eisenerzminer dann jetzt dafür nutzen. Kannst du mal kurz runterkommen? Mich mal kurz was runtergucken oder runterspringen. Runterkommen. Naja, war ja nah dran, ne? Bist du da? Hinter dir, ja. Ja. So, wir haben jetzt ja hier das volle Förderband MK1 und da vorne. Richtig. Und wir können jetzt von hier uns hier vorne noch das andere Eisenerz holen. Nur wie schließen wir das jetzt am besten rein? Aber beide an irgendeiner Stelle abtrennen, Fusionator reinsetzen, hier einen Teiler reinsetzen, irgendwo von dem Miner aus und bei beiden mit einem Stück vom Teiler reingehen. Gut, machen wir. So. Ja, was hast du jetzt gemacht? Was meinst du? Du hast das jetzt nur aufgeteilt auf einen. Ich habe gar nichts aufgeteilt, es ist ein Fusionator. Ja, aber jetzt müssen wir den hier noch aufteilen. Du musst von dem hier aufteilen. Von dem.
von dem hier ist doch scheißegal. Hauptsache, du teilst einen auf. Ach so, und der kommt jetzt daran. Der Output, den du getroffen hast. Ich glaube nicht. Das ist der Output, ne? Müsste, ja. Das muss jetzt halt nur noch der Lüft auf 2 abgegradet werden. Den hier vorne hast du auch Weil wir noch. jetzt ja mit 90 Items. Der Lüft ist schon abgegradet. Wir kommen jetzt da hinten mit Jetzt muss nur noch oben 60, das Fließband abgegradet werden. 120 Ja, und der hier, oder wie? hier kann das 60 vor sein. Genau, und da muss Ich man muss nur jetzt nach an. dem zusammenfügen. So, da brauchen wir jetzt MK2 an. Ist das hier schon MK2? Der Also ist schon. Lift muss nur noch gemacht werden. Also beide Lift. Und oben muss noch gemacht werden. Okay, also nach Ne, der oben. eine Lift ist schon. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so, das waren ja nicht die Stahlträger, das waren ja die anderen Dinger wieder. Ich bin jetzt auch noch nicht so hundertprozentig, wie es sein kann, dass eine Tier 3 Sache billiger von dem auch Arbeitsaufwand ist als eine Tier 2 Sache. So. Tja. So, also du. Und der Lift muss jetzt aufs MK2. Und das Förderband, die muss auf MK2. Und das Förderband, die ist MK2, ne? Was jetzt ist cool. Ah, nee, das ist. Hä? Das ist cool, weil jetzt wieder runtergegradet worden gerade von dir. Ja, habe ich gerade. Ich habe das Falsche erwischt. So, das wollte ich beim MK2 machen. So, MK2, das ist MK3, das ist MK2 und das hier reicht ja MK1 und MK1. Das passt so. Das heißt, die Gießereien kriegen jetzt Vollgas. So, das heißt, wir machen jetzt 180 Steilbahn hier pro Minute. Sieht auch schon gut aus. Bänder sind schön gut voll. Perfekt. Wunderbar. Das heißt, jetzt ist das nächste Problem oben. Beziehungsweise, was müssten wir jetzt bauen? Erstmal muss ich mir eine neue Werkbank bauen, weil meine irgendwie belegt ist. Ja, weil Felix nach Rezepten guckt. Also, wir müssen Stratoren bauen. Das sind der Stahlrahmen und Kupferkabel. Aber Ja, statt. davon sollte ich aber fast schnell genug bekommen. Wir brauchen, glaube ich, zum Bauen von den ganzen Sachen halt alles Maschinen. Ja.
brauchen alle drei Fabrikator. Intelligente Beschichtung, vielseitiger Rahmen und automatische Verkabelung. Okay. Aber reichen wir jetzt mit dem MK2er Fließband da unten von Kohle? Eigentlich ja nicht, ne? Es muss ja noch ein MK3er werden. Das ist ja schon alles aufgeladen. Ist bis nach ganz hinten MK3 schon? Sehr gut. Okay. Das heißt also, das läuft jetzt alles hier auf Vollgas. So, wie sieht es aus mit Speedmodulen? Work in progress, weißt du? Automatische Verkabelung. Wollen wir hier unten einfach so einen Konstruktor hinsetzen, den wir manuell befüllen, oder willst du das alles schon jetzt automatisch bauen lassen? Schon einen Konstruktor bei unserer im Hub, der Sachen baut. Hohoho, 2,5 pro Minute. Okay. Ja. Alles klar. Hat ihr gerade Bing oder Tut oder ach so Sicherungs durchgebrochen? Wir haben keinen Strom mehr. Na toll. auch das noch. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, das zu machen, aber erst in der nächsten Folge. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.